Morgens früh aufstehen und zu wissen, das Wetter ist gut und gleich geht's aufs Bike, ist einfach ein mega schönes Gefühl. Was ich bis dato noch nicht wusste, ist, dass ich heute das erste Mal Airtime haben werde und mal Sprünge endlich in die Landung springen werde, aber wie das Ganze aussah, seht selbst. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video von mir. Ja, das Wetter ist endlich mal besser geworden. Und das bedeutet, wir gehen direkt raus biken. Aber es geht heute nicht nur um das Fahren an sich, sondern ihr habt es vielleicht mitbekommen, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dass ich eine Umfrage gemacht habe, was ihr am Biken besonders liebt oder warum ihr biket oder was ihr am besten findet. Und genau darum geht es heute. Das heißt, wir werden am Ende dieses Videos und so ein bisschen ja, zusammensetzen und mal besprechen, was ihr eigentlich so am meisten liebt an dem ganzen Ding. Und da sind so schöne, inspirierende Antworten gekommen, dass ich diese unbedingt mit euch mal besprechen möchte und so ein bisschen ja, mehr Fokus dem Ganzen geben will. Und ich glaube, dass der ein oder andere, egal ob du bikest oder nicht, daraus was mitnehmen kann. Und ich möchte auch noch am Ende was dazu sagen, was ich euch als Advice mit auf den Weg geben möchte, denn da waren so ein paar Antworten dabei, egal ob es Biken ist oder nicht, ich glaube, jeder sollte in seinem Leben so etwas haben. Viel Spaß dabei, Leute. So, da es gestern Abend noch geregnet hat, gehe ich davon aus, dass es ziemlich matschig ist und deswegen machen wir das Bike jetzt ein bisschen ready, kurz bevor es losgeht. Und ich habe darüber schon im Bike-Reiniger-Video kurz gesprochen, über Bike Protect zum Beispiel. Und ich habe da aber eine günstigere Variante und zwar Silikonspray. Oh. Und wie ich das damit mache, zeige ich euch jetzt einfach mal ganz kurz, damit ihr auch was davon habt. Und ja, was ist denn das Ding hier? Ich glaube, das brauchen wir. Yes! Also, eigentlich ganz einfache Sache. Wichtig ist, dass ihr so ein Handtuch benutzt, wo ihr es drauf schmiert. Weil, wenn das Zeug auf eure Bremsen kommt, dann ist Game Over. Dann ist nichts mehr mit Bremsen. Und ich habe die meisten Parts schon gemacht. Ich mache immer die Stellen, die am meisten dreckig werden, damit der Dreck auch einfach abfällt. Und wenn ihr dann, ihr kennt das, wenn der Schlamm so ein bisschen, ja, richtig eklig ist, dann ist das öfter so, dass euer Bike ja auch richtig schwer wird mit der Zeit. Und deswegen, wenn ihr sowas drauf habt, was einfach das Ganze abperlen lässt, wird das Bike auch nicht so schwer. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt, aber es bekommt auch so einen richtig nicen Schein. Das heißt, ihr habt hier so einen richtig schönen, clean Film. Sieht viel schöner aus. Richtig nice. Ja, dann packe ich jetzt mal meine Tasche. Dann kommt das Bike ins Auto und dann geht's ab zum Sender Steve, zum Bro. Wir fahren heute eine kleine Mini-Tour sozusagen. Fahren bei ihm oben auf dem Berg los und dann geht's runter und dann fahren wir mit dem Bike zur Valley. Als erstes sind wir also beim Steve auf die Home Trails gefahren, um dort uns sozusagen warm zu fahren fürs Valley. Das war auch auf jeden Fall eine gute Idee, denn wenn man erstmal 2 Wochen lang nicht auf dem Bike gestanden ist, dann ist das Ganze gar nicht mal so einfach und es fühlt sich einfach wieder so an, als wäre man nie zuvor irgendwie Fahrrad gefahren. Aber das Feeling kam dann irgendwann wieder und es wurde immer besser und besser. Davon abgesehen, einfach raus in die Natur, egal wie gut es manchmal läuft, das ist einfach das, was für mich einfach super, super wertvoll ist.
Es war einfach ein mega nicer Tag. Ich habe endlich geschafft, den Table zu springen und da auch sogar bis in die Landung. Gut, einmal habe ich ein bisschen vielleicht übersprungen, aber endlich mal wieder neue Fortschritte gemacht. Nach 2 Wochen Pause hat es so gut getan, wieder auf dem Bike zu stehen und einfach loszuziehen. Wir waren insgesamt 6 Stunden unterwegs und der Muskelkater hat sich schon angekündigt, aber wir konnten auch einfach nicht aufhören und es musste immer weitergehen und ich freue mich jetzt schon wieder, wenn wir wieder rausgehen. Digga, richtig hat's hochgesprint. Ach du Scheiße. Nicht stehen bleiben, nicht. So Leute, wir sind wieder zu Hause und jetzt, wie versprochen, die Beantwortung sozusagen der Instagram-Umfrage, was ihr am Biken so liebt und was ihr daran so schätzt, da tauschen wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen drüber aus und sprechen da kurz drüber. So, ich habe ziemlich viele Antworten bekommen. Manche sind kurz, manche sind lang, manche sind deep, manche nicht. Wir gehen alles mal durch. Nael79 schreibt Adrenalin. Lukas MTB Bike. Man ist im Wald und fährt durch und mit allen Leuten sind und alle Leute sind auch immer freundlich. Das kann ich auch nachvollziehen bisher. Die meisten Leute, die ich getroffen habe, waren auch immer freundlich, hatte bisher nie Probleme. Und eigentlich war alles immer gut. Ich bin aber auch so, dass ich die Leute einfach freundlich grüße, wenn ich Leute treffe und dass ich mich mit denen unterhalte. Viele haben ja auch irgendwie Streit mit den Bikern oder da Stress. Und meistens, wenn man mit den Leuten redet, dann ist das alles gar nicht so schlimm. MTB Sender 2009 schreibt alles. Andreas Kreuzberg, Freiheit, Natur, gesund bleiben, Blödsinn machen, Kind sein. Das ist, glaube ich, etwas, warum viele biken gehen. Dieses nochmal Kind sein, wie so im Wald draußen sein und spielen und nochmal so die Kindheit nochmal neu aufleben lassen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele richtig schätzen am Biken und was viele, ja, das so süchtig machen lässt. OMG That Steve Tricks, schreibt er. Dann Kai RSH, das Gefühl, wenn man etwas zum ersten Mal geschafft hat, das finde ich auch mega geil. Also wenn ich neue Sachen gelernt habe, heute zum Beispiel erst, wo ich diesen Sprung übersprungen bin, bisschen zu weit, danach habe ich ihn 2-mal noch richtig schön die Landung geschafft, das war einfach so ein Moment, der ist dann richtig nice. Also du freust dich einfach mega darüber und das ist auch etwas, was ich super gut nachvollziehen kann. Alleine, Ruhe, Natur, Spaß mit den Jungs, Ballern und Spaß. Ich genieße auch Ruhe und Natur sehr. Ich bin auch nicht so, dass ich gerne dann am Wochenende irgendwo an Spots fahre, wo mega viel los ist, sondern bin eher so der Typ, dass ich alleine gerne auch eine Runde fahre und für mich bin alleine entspannt. Neue Tricks üben, gerade Tabletop, Manual, Landing und One-Hand. Das sind alles Sachen, die ich noch üben muss. Auf jeden Fall. Selbst die Home-Trails sind bei jedem Fahrten ein bisschen anders. Das stimmt, es ist immer irgendwie ein bisschen anders, weil sich alles so durch die Witterung zum Beispiel auch verändert und je nachdem, was du für ein Wetter hast, ist der Boden anders. Es wird nie richtig langweilig auf jeden Fall. Dann noch jemand schreibt Adrenalin, Pausenbier schreibt jemand, ja, ich trinke keinen Alkohol, aber kann schon geil sein. Dass man mehr Möglichkeiten und du kannst überall fahren, wo zum Beispiel so ein Longboard oder so Probleme hat. Ja gut, mit dem Skateboard oder dem Longboard kannst du natürlich nicht überall im Wald Trails runterfahren, so, dann fährst du wahrscheinlich eher auf der Straße. Ne? Freiheit. Das Gefühl von Freiheit, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Du kannst einfach extrem gut abschalten. Das ist auch etwas, was mich da sehr dran hält oder was mich am Anfang so motiviert hat. Ich bin auf das Hardtail gestiegen, was halt wirklich nicht so super ist, aber ich war da mit den Jungs im Wald unterwegs oder auch mal alleine und du konzentrierst dich nur darauf. Du hast auch gar nicht die Möglichkeit, noch an andere Sachen zu denken, weil das Biken einfach zu komplex ist. Du kannst nicht
noch an deine Probleme oder an den Stress zu Hause oder was auch immer denken, weil du musst dich einfach konzentrieren, weil sonst legst du dich auf die Nase. Dabei den Kopf frei zu kriegen und es ist zusätzlich ein perfekter Ausgleich zum Job. Das ist genau das, was ich meinte gerade. Es ist einfach wirklich ein guter Ausgleich, den Kopf frei kriegen. Und ich glaube, jeder braucht so etwas, um den Kopf frei zu kriegen oder einen Ausgleich zu haben. Und dann habt ihr besser so ein Hobby, anstatt dass ihr euch am Wochenende auf Partys und Drogen fokussiert. Sucht euch lieber so ein Hobby. Es muss nicht Biken sein, es kann alles Mögliche sein, aber rutscht nicht ab in so ein Leben dann fürs Wochenende, für Alkohol, Drogen und so weiter. Freiheit hatten wir schon. Freiheit und weg vom Alltag. Das passt auch sehr, sehr gut, gerade zu dem, was ich gesagt habe. Nervenkitzel passt auch richtig gut. Fortschritte zu machen, da haben wir schon drüber gesprochen. Das Beste ist, dass man den Kopf ausschalten kann und jeden Stress vergisst. Jumps und Airtime, da habe ich mich heute so ein bisschen, ja, unwohl gefühlt. Schon wieder schreibt Daniel Pohlmann, Kopf frei zu bekommen. Man denkt über nichts Schlechtes nach und hat einfach Spaß, den Fortschritt zu sehen. Die Freiheit des Adrenalin, es gibt keine Grenzen durch dich und das Bike. Boah, es geht noch mehr. No hand. No hand. Alltagsstress entfliehen, neue Grenzen testen. Das Feeling, wenn man draußen ist und mit dem eins ist und jedes Hindernis überwindet. Das ist auch etwas, was, glaube ich, extrem Selbstbewusstsein gibt, wenn du es schaffst, immer wieder dich weiterzuentwickeln, immer wieder neue Hindernisse zu überwinden. Und das ist das, was das Leben ausmacht. Wir Menschen sind dafür gemacht, uns immer weiterzuentwickeln. Und wenn wir stehen bleiben, fühlen wir uns schlecht. Auch wenn wir noch nicht mal richtig merken, warum wir uns dann schlecht fühlen. Aber egal in welchem Bereich es ist, wenn du nicht mehr vor Herausforderungen stehst und nicht mehr dich weiterentwickelst, fühlst du dich irgendwann nicht gut. Und deswegen ist es super, wenn du immer wieder neue Challenges suchst. Das muss nicht der Sprung sein, es kann auch irgendwas anderes im Leben sein. Aber wenn du immer wieder neue Herausforderungen meisterst, wirst du natürlich in erster Linie besser und du fühlst dich einfach gut. Und das ist super, super wichtig. Dass man in der Natur ist, kann ich auch gut verstehen. Viele Adrenalin-Junkies hier unter meinen Followern. Man ist im Wald und man fährt durch mit allen Leuten. Das hatten wir schon. Ja, das war's. Yes. Also grundlegend die Punkte, natürlich Adrenalin, klar, das macht auch irgendwo süchtig, aber der Punkt, dass man den Kopf ausschalten kann und einen Ausgleich zum Alltag hat, und das ist einfach unglaublich wichtig. Ich glaube, jeder Mensch braucht sowas. Es muss nicht das Fahrradfahren sein, aber jeder Mensch braucht irgendeinen Ausgleich zu den Dingen, die nicht so schön sind im Leben. Außer du hast das Leben, wovon du keinen Ausgleich brauchst. Das ist immer so mein. Das versuche ich mir zu schaffen. Aber das ist auch echt nicht einfach und daran wird man lange arbeiten. Aber selbst dann hast du wahrscheinlich irgendwelche Probleme im Alltag, im Privaten, im Job, wo auch immer. Und diese Probleme musst du irgendwie kompensieren. Und wenn du dann so etwas findest, wie so ein Hobby in der Natur und mit Sport zusammen, das ist einfach eine super gute Sache. Und du kannst dich einfach da voll frei entfalten. Es kann aber auch alles anderes sein. Es kann sein, dass du zeichnen gehst, es kann sein, dass du irgendwas mit Tieren machst oder was auch immer. Wichtig ist, dass du so etwas findest und so etwas in deinem Leben hast. Denn ich denke, das wird jedem Menschen viel, viel mehr Lebensqualität bieten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Vielen Dank, wenn du bis zum Schluss dran geblieben bist. Und abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast, denn ich bringe jede Woche mindestens 2 neue Videos raus. Und die solltest du nicht verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.